Guten Tag, ich bin die Margot Rothweiler, Schauspielerin und Synchronsprecherin. Oxford, 1907. Ich habe mich wieder einmal von allen klugen Törichten nennen lassen und bin erst nach Oxford gegangen, als die Studenten schon auf Ferien waren. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe Theater gespielt in Berlin und natürlich streckt man da seine Fühler aus in alle Richtungen, auch Funk und Synchron. Und dann habe ich schnell bei der BSG meine ersten 3 Takes bekommen und so fing das an. Und ging dann eigentlich kontinuierlich weiter, also dass ich von Firma zu Firma auch weitergereicht wurde, mich selber beworben habe und die Regisseure mich dann auch langsam kannten und mich auch angefordert haben und ich immer gerne wieder engagiert wurde. Ich habe an der Komödie gespielt, viel mit Wolfgang Spier und sehr, sehr gerne. Und auch Horst Niendorf, der ja auch zu der eingeschworenen Gemeinde damals gehörte, der das Hansa-Theater hatte. Also ich bin ganz normal da reingekommen, ohne wirklich schwere Bemühungen. Also heute ist es, glaube ich, etwas schwerer. Kannst du dich an deine erste Synchronrolle erinnern? In den Waltons und immer wieder Episodenrollen und Betty Boop war eine Zeichentrickserie, war eine, ich glaube 39 Folgen waren das. Ja, ich habe einfach so viel gemacht und jetzt rückblickend die erste größere, ach sehr süß, ja, und zwar Hello Dolly, die Minifee. War das, also mit Film mit Barbara Streisand, sehr lange her und diese kleine Hutmacherin, das habe ich als was Besonderes angesehen damals, ja. Wie war die Arbeit im Synchron damals im Vergleich zu heute? Es ist eigentlich vom Können her dasselbe geblieben. Also im Grunde nur, dass es vielleicht alles schneller geht. Ja, also sonst von der Anforderung an die Schauspieler und die Leistung hat sich nichts verändert, weil die amerikanischen oder französischen Schauspieler spielen ihre Rollen in ihrer besten Form und so versucht man dem gerecht zu werden, nicht? Welche Schauspielerin synchronisierst du besonders gern? Ja, Rhea Perlman. Das ist die Ehefrau von Danny DeVito, aber nicht deshalb synchronisiere ich sie gerne. Eine sehr komödiantische, zu der ich also eine besondere Empathie habe. Also die habe ich auch in dem Film Matilda synchronisiert und jetzt in einer Serie Mindy. Mit vielen, vielen Folgen und die ist sehr komödiantisch, also die begleitet mich also mindestens schon 30 Jahre und die habe ich auch damals in dem Film synchronisiert, Radio Days, das war ein Woody Allen Film, wo der Woody Allen aber nur Regie geführt hat und ein kleiner Junge ihn dargestellt hat und ich war diese Mutter, das spielte zurück in die 40er Jahre, als Radio sehr in war oder upcoming war. Worin unterscheiden sich Synchron und Schauspiel für dich im Wesentlichen? Es ist ein anderes Metier, aber natürlich baut es auf dem schauspielerischen Können. Also was man als Schauspielerin drauf hat und in der Lage ist, wiederzugeben, sich in die Rollen hineinversetzen kann, auch mit der Stimme arbeiten kann. Ich habe auch aus dem Synchron viel lernen können, dann für Rollen später, nämlich mit der Stimme umzugehen, also Töne setzen zu können, die ich natürlich erst empfunden habe und dann in den Nuancen die Feinheiten herausarbeiten konnte. Da hat mir das Synchron eigentlich sehr geholfen, so aufrichtig wie möglich Emotionen darzustellen. Von welchen Kollegen hast du besonders viel gelernt?
Gelernt habe ich von sehr, sehr vielen. Also jetzt besonders gerne. Es ist relativ flüchtig beim Synchron. Also man kennt zwar viele, aber im Theater hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, enger zusammenzuarbeiten und sich näher kennenzulernen. Beim Synchron ist es natürlich arbeite ich gerne mit vielen. Nicht besonders gern war es damals immer mit Rainer Brandt und na vielen. Also ich wäre jetzt ungerecht, da Namen zu nennen, die ich bevorzuge. Was magst du am liebsten? Theater, Schauspiel oder Synchron? Alles. Und das meine ich wirklich ganz aufrichtig. Die jeweilige Arbeit, die ich jetzt gerade mache, ich habe nachher auch bei der Interopa noch Synchron, da freue ich mich drauf, wenn ich dann da bin. Theater hat einen anderen Nervenkitzel, ist klar, wenn es auf die Premiere zugeht und das sogenannte Lampenfieber ist schon wunderbar und wenn man es dann überstanden hat und einen Erfolg hat, ist klar. Aber beim Synchron gehe ich auch oft sehr froh raus. Also und ich sage, schwere Takes sind eher reizvoll. Also ein Schachspieler mag auch kein langweiliges, einfaches Spiel, je kniffliger das ist und je mehr Schnapper und Atmer und wie auch immer. Und man beherrscht das vom Rhythmus, vom Gefühl her. Desto befriedigter ist man dann. Du machst viel Kabarett und Comedy. Was macht für dich gute Komik aus? Sie so ernsthaft wie möglich zu spielen. Das ernst nehmen, was man spielt und dann kommt es komisch rüber. Ja, es ist wirklich harte Arbeit. Auch meine Arbeit mit Dieter Hallervorden, wie der arbeitet, also wahnsinnig präzise. Und das erwartet er von den Kollegen definitiv auch. Und da habe ich wirklich sehr viel gelernt, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann dazu zu Komödie noch über Wolfgang Spier was erzählen. Das war immer eine besonders schöne Arbeit. Also da haben wir immer viel gelacht. So, dass ich oft nach Hause gegangen bin und gedacht habe, wir haben ja heute wieder die ganze Probe verlacht. Aber dadurch hat er die Schauspieler so locker gemacht und dass alles selbstverständlich war, dass man Angebote gemacht hat, die man sich vielleicht sonst gar nicht getraut hätte, weil die Atmosphäre so locker war. Und daraus hat der Wolfgang praktisch Champagner gemacht, also die i-Tupfer draufgesetzt. Du singst Chansons. Inwiefern ist musikalisches Gefühl wichtig für den Synchronberuf? Ich glaube, sehr wichtig. Also auch Sprache ist letzten Endes Musik und der Rhythmus. Also, dass man das schnell empfindet, wie muss ich meinen Tick in den Griff kriegen. Ja, das ist Rhythmus. Und oft kommt ja von schneller, schneller oder knapper und wie auch immer. Also, dass es dann aber auch noch von den Emotionen her stimmt. Ne? Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Viele sehr, sehr schöne. Die sind natürlich auch altersbedingt die Höhepunkte. Also ich habe ein wunderbares Fernsehen gemacht, Happy End, die Halleluja-Lilien. Das ist von Brecht mit den Songs von Kurt Weill, Surabaya, Johnny's Song, Matrosen Song und so. Und das habe ich schon als Höhepunkt betrachtet. Aber jetzt in dem Alter würde ich jetzt nicht mehr sagen, das war der Höhepunkt meines Lebens. Dazu habe ich danach viele andere sehr, sehr schöne Sachen gemacht. Zum Beispiel zuletzt, ich war noch niemals in New York, habe ich gespielt. Da war ich die Mutter und hatte den Titelsong zum Beispiel. Und das hat natürlich auch viel Spaß gemacht, ja. Welchen Tipp hast du für Newcomer? Sprechtechnik natürlich. Also ich mache immer noch im Auto meine Übungen, wenn ich zum Synchron fahre. Specht, Spatz, Sperber, Spangen, Spät, aus Spitzgen, Speicher, Spalte, Speis und Speck im Spinde, Spähend, Spangen, Sparren, Sprossen, Schrillen, Schreist, den Schloss, Schenk, Schreckend. Noch eine andere. Schwer und schwül, hangen tief schwarze Wolken, Schleier, Wetterschwanger über dem schweigenden Wald. Schweiben, schwirren nach Haus. Über dem schilfigen Weiher fliegt eine Schar von Silberschwänen. Es schallt des Adlers Schrei, schreckend in schwindelnder Höhe, rauschend und wiegend schwebt er in schwarz-blauer Luft.
wenn ich zum Synchron fahre, habe ich so, also im Auto, habe ich so mein Repertoire drauf, was ich so an Sprechtechnikübungen mache und fühle mich einfach auch besser, wenn ich eingesprochen bin für mich. Ja, ich habe übrigens da noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Gerade ist doch der Piet Gröger gestorben und kurz vor seinem Tod hatte ich morgens früh mit ihm synchron, also mit früh meine ich also schon gleich nach 9 Uhr. Und er war vor mir dran, kam, hatte, was weiß ich, 20 Takes, kam raus und war so mit sich unzufrieden und sagte, ach, ich habe meine Übungen heute nicht gemacht. Ein Mann über 80, ja. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Früher, heute ist das nicht mehr so, glaube ich hoffentlich, aber früher wurde so ein bisschen abwertend über Synchron geurteilt. So zum Beispiel auch Boy Gobert, der Intendant vom Schillertheater. Ein Kollege hatte ihn gebeten bei den Proben, ob er vielleicht etwas früher gehen dürfte, er hätte Synchron. Woraufhin Herr Gobert sagte, um Gottes Willen, Sie arbeiten in der Dunkelkammer. Und der Kollege meinte, och, das Geld gibt's im Hellen.